Nach über 3000 Kilometer anstrengender Reise sind die Nikoläuse wieder in Burgau angekommen. Erstmal raus aus den LKWs, Beine vertreten und ganz wichtig, ein Bier zur Begrüßung. Das ist für uns, oder? Das ist für uns, ja. Beim Elmar habe ich gerade noch vor Bestellung aufgebaut, die war jetzt kurz. Ja, danke schön. Allzeit bereit. Extrem unter Hopfen beseitigt. Lasst es euch schmecken, ihr habt es verdient. Sagt mal, was bringt ihr dieses Mal für Eindrücke aus Rumänien mit? Hallo, also wir sind wieder zurück mit unserem Konvoi, alle gesund und heil. Zum Teil wieder gesund, aber haben nur einen rauen Hals. Sind angeschlagen, sind trotzdem mitgefahren. Und wir haben wieder viele bewegte Eindrücke erleben dürfen, Gott sei Dank. Ein Erlebnis gleich vorneweg, eine Frau mit 4 Kindern. War allein im Haus. Das Haus besteht aus 2 Zimmern. Das Zimmer sieht aus wie ja, ein nicht bewohnter Kellerraum bei uns. Und das andere Zimmer, da stand ein Bett, ein uralter Kühlschrank und 3 Teller und 3-mal Besteck dazu. Kein Kleiderschrank, kein Schuhschrank. Schuhe waren im anderen Zimmer, 3 Paar waren das für die Kinder. Und die Kinder, das älteste war 6. Das hat dann mal auf das kleinste aufpasst, das vielleicht so 9-10 Monate alt war. Der Papa von den Kindern und der Mann, der ist abgehauen nach Spanien, dem geht es wohl gut, hat es geheißen, aber er kümmert sich halt nicht um seine Familie. Und haben wir ein paar Kleinigkeiten da lassen können, das ist eigentlich nichts für die Familie. Sie haben noch ein Schwein, das Weihnachten nicht erleben wird, weil dann kommt es auf den Tisch. Und was nach dem Schwein kommen wird, weiß wahrscheinlich niemand. Ja, und so hat es viele einzelne Eindrücke gegeben. Da werden nachher vielleicht noch ein paar andere noch einen Eindruck schildern. Aber was ich toll fand, wir haben sehr viele Helfer gehabt im Vorfeld, gerade hier in Burgau bei Roma. Am Abend in den Hallen ging es oft bis 12, 1 in der Nacht. Man hat noch auf dem Zettel ein bisschen geplant, mal Päckchen packt. Manchmal waren es bis zu 30 Frauen. Ja, da gibt es eine Wacker-Gruppe, die ist schon ganz nett und lustig. Die helfen uns nächstes Jahr bestimmt wieder. Und Freunde in Rumänien, die uns geholfen haben, unsere Freunde vom Markt Heidenfeld, die wahrscheinlich jetzt dann auch gleich daheim sind, von denen haben wir uns in Weiß getrennt. Und ja, ohne die Helfer, die Mitfahrer, die Helfer vor Ort und vor allem die Helfer hier, könnte alles nicht stattfinden. Und wir haben 8 Lkw voll bis ans Dach gehabt. Das Lager hat diesmal nicht ausgereicht. Wir hatten 3 Außenlager auf den Lkws drauf, mit Kinderbetten, Rollatoren, Rollstühlen, Stühlen, wo man einfach gar nicht ins Lager reinbracht hat. Und Donnerstagabend war nicht mehr ein Stuhl, ein Päckchen im Lager. Es war alles unter den Leuten verteilt. Da bin ich ganz, ganz stolz drauf. Und jetzt hätte ich gern noch das Wort weitergeben an Helmut. Der war das erste Mal dabei. Der hat bestimmt das eine oder andere erlebt, was wir für uns schon alltäglich ist. Bitte. Ja, es waren einfach bewegende Eindrücke, die hier vor Ort zum Sehen waren. Das Elend, das hier herrscht,
die Lebensumstände, in denen die Menschen hier, man muss wirklich sagen, hausen hier in verdreckten Räumen, Lehmhütten, die zusammenfallen und trotzdem noch als Lebensgrundlage dienen, wo sie ihr Leben fristen müssen und trotzdem sind oder wird versucht, den Kindern hier in der Schule Klamotten, Bekleidung zu geben, um ein anständiges Bild zu wahren. Es sind sehr erschütternde Zustände, die da herrschen und es ist wirklich angebracht hier, man muss wirklich helfen vor Ort, um den Menschen aus dem Elend zu helfen. So sehe ich das. Wir haben da recht viel erlebt und der erste Eindruck war einfach erschreckend. Die hygienischen Zustände, was da herrschen, die Schicksale, die Kinder, die ärztliche Versorgung, also die Krankenhäuser, wenn man so sieht, also unsere Einer wird sie da nicht hinbegeben und einfach traurig. Und umso besser hat es mich gefreut, als die strahlenden Gesichter aufgegangen sind und war einfach dann schön zu sehen, wie sich die Leute freuen und dass wir ihnen helfen hat können. Und wenn es bloß ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber dringend nötig haben sie es auf jeden Fall. Und wir haben es alle gern gemacht. Die Strapazen auf uns genommen, war einfach klasse. Also ich möchte bloß ein paar Dankesworte an unser Team, an unser Helferteam aus Rumänien richten, die uns eigentlich ganz kräftig unterstützt haben, von der Firma Kamins, von der Firma Popetsch und von der Hilfsorganisation World Vision. Wir sind zum Esk, Latoz, Karenjac Ajutat, Karenjac Sprijinite Grajova, să ne împlinim misiunea. În primul rând la grupa, la team-ul de la Kamins, la ajutorul pe care l-am avut de la firma Popeci și la team-ul la grupa de la World Vision. Și în primul rând la cei doi care au fost responsabili pentru organizație, la Corina și la Alexandru și la Alex. Vă mulțumim frumos! Ihr erinnert euch noch an Melina, die extra schulfrei genommen hatte? Was waren deine Eindrücke? Also nach meiner Woche unten in Rumänien kann ich für mich eindeutig sagen, dass ich alle Menschen, die dort unten überleben, nur bewundere mit den Zuständen, die sie ertragen, mit all den Problemen, mit denen sie zu kämpfen haben, trotzdem nicht die Freude am Leben verlieren, besonders die Kinder. Ich gebe denen ein Lolli in die Hand und sie strahlen über das ganze Gesicht und freuen sich, ohne dass sie ihr Päckchen ausgepackt haben. Und das hat mich sehr berührt. Und vor allem an einer Stelle haben wir uns gesagt, dass die Leute nicht damit gerechnet hätten, dass wir wirklich kommen. Viele waren nicht da, dass sie nicht gedacht hatten, dass wir aus Deutschland den weiten Weg gehen, wirklich zu ihnen zu kommen und ihnen eine Freude machen zu wollen. Und als wir wirklich da waren, haben sie natürlich alle gefreut und das war einfach schön zu sehen, dass die Leute auf uns gewartet haben und das auch zu schätzen wissen. Das hat mich sehr bewegt. Und auch der Papa ist mächtig stolz auf seine Tochter. Oh, da kaputt waren alle. Jetzt freuen sich aber alle auf ein besinnliches Weihnachtsfest bei ihren Familien. Liebe Nikoläuse, wir wünschen euch von ganzem Herzen schöne Weihnachten, einen guten Rutsch. Und wir sehen uns im nächsten Jahr, wenn es wieder heißt, los geht er, der Nikolauskonvoi 2017. Displays, I can see those lies and I can feel this pain. Looked in your eyes, knew it all the lies that you've told. No, I
look back to those times when we were together all the time. You said you loved me, I said I love you. Inseparable and loved all the time. Can't forget.